Deutscher Abend im Early Pelli an Tag 8. Florian Hempel gegen Dimitri van den Berg. Kennt man? Ja, kennt man. Auf gleicher Basis gab es dieses Match im Early Pelli schon vor exakt 2 Jahren. Dimitri van den Berg schon beim Walk-On sehr, sehr locker eingestellt. Flo Hempel, Megadruck. Es geht hier um seine Tourkarte, um seine Profizukunft. Hinein in die Partie. Ausgeglichen zu Beginn. Flo führte 2-0, aber Dimitri holt Satz Nummer 1. Und dann auch Satz Nummer 2. Flo Hempel kam nicht ins Scoring. Dimitri hatte die Momente. Und in diesem Moment sah es eigentlich ganz, ganz düster aus für Florian Hempel. Aber er sagt ja selbst immer, unter Druck sei er am besten. Der Druck hätte nicht größer sein können, als Flo ins Spiel zurückkommt. Break zum 1:2 in den Sätzen. Und dann wurde es komplett irre. Dimitri van den Berg fand plötzlich seine Doppel, führte mit 2:0. Und das Game schien eigentlich komplett gelaufen. Und dann diese 151, die bei Flo Hempel steht und die Flo Hempel wirklich aus dem absoluten Nichts heraus zum 1:2 checkt. Was dann folgte, war einfach nur Darts of Glory, war dartistisch von Flo Hempel. Ausgleich zum 2:2 und dann der erste 10-Darter bei dieser WM zum Satzausgleich. Weiter hämmerte Flo Hempel auf 10-Darter, folgte nämlich genau erstmal 6 Perfekte von Flo Hempel zum Start in den 5. Satz. Und hier schien plötzlich nichts unmöglich. Es wurde der 2. 10-Darter in Folge und Flo Hempel ging per Break im 5. Satz in Führung. Und er machte einfach nur weiter. Dimitri van den Berg zu diesem Zeitpunkt komplett von der Rolle. So auch das 2:0 von Flo Hempel. Und wow, genau der richtige Ausdruck. Dann Matchstart für Flo Hempel. Doppel-10. Der erste geht nicht. Der zweite in der Doppel-5 sitzt. Und Flo Hempel schafft eine Darts-Sensation im Early Pelli. Nach einem 0:2 gegen die Nummer 15 der Welt dreht er dieses Match, siegt mit 3:2, bleibt im Turnier und dürfte damit seine Tourcard so gut wie sicher haben.